mein Name ist Roman Romanski. Guten Tag. Das hier ist eine neue Karte, die sehr besonders ist. Und zwar steht da dran, willkommen, neuer Avatar. Interagiere mit deinem früheren Leben, um mehr über die vier Elemente zu erfahren und deine Reise zu beginnen. Stellen den Audioeinstellungen sicher, dass die Musik an ist. So, jetzt habe ich auch die Musik eingestellt und wir können dementsprechend sehen, was wir hier vor uns haben. Und zwar haben wir nämlich tatsächlich Avatar, die vier Elemente vor uns. Und zwar Luft, Wasser, Erde und Feuer sind tatsächlich die ersten Elemente, die uns hier in dieser Map tatsächlich begrüßen. Und wir können uns tatsächlich mit irgendeinem Element dementsprechend irgendwie anfreunden. Und es gibt dafür hier das gute alte Luftschlagen. Dann hier bei Wasser gibt es nochmal ein bisschen Wasser, was man werfen kann. Bei Erde gibt es einen kleinen Stein, den man hier werfen kann. Und bei Feuer gibt es natürlich den guten alten Feuertorpedo. Und deswegen werde ich mich selbstverständlich für Feuer tatsächlich interessieren. Deswegen gehen wir mal hin und sagen, der Feuerbändiger. Feuer, erschaffe und manipuliere Flammen. Feuer ist das Element der Macht. So, dann haben wir uns tatsächlich jetzt mal für ein Element entschieden. Und wo sind wir denn hier? Aha, okay, das ist wahrscheinlich sowas wie so ein Anfang. Wir sind also einfach hier auf irgendeiner Insel gelandet. Und wir können tatsächlich... Oh, was? Okay, wir können auf jeden Fall jetzt schon einen Feuerstrahl schießen. Oh mein Gott, diese Karte ist unglaublich. Okay, wir haben auch unten rechts eine kleine Mana-Leiste. Da sieht man, wenn man tatsächlich diese Feuerbälle schießt, dass sich diese Mana-Leiste, das heißt also diese Magie-Leiste, dass die sich voll und voll wieder erholt, wenn man die Flammen geschossen hat. So, wir reden mal mit dieser guten alten Dame hier. Wache des Weißen Lotus. Hallo, willkommen auf der Lufttempelinsel. Okay, wir können uns den Lufttempel ansehen. Da kriegt man dann... Oh, man kriegt einfach so einen Minecraft-Film einfach vom Lufttempel. Das heißt also, wir befinden uns jetzt gerade tatsächlich in der Stadt der Luftbändiger. Und da kann man sich dementsprechend so ein bisschen die ganzen Charaktere als auch die ganzen NPCs sowas ansehen. Und man hat oben wie so eine kleine Schriftrolle. Ich glaube, da kann man dann dementsprechend mit den Leuten interagieren. Es hat hier tatsächlich sogar einen Banner mit so einem Luftzeichen. Es gibt viele Brücken und wir befinden uns gleich hier unten. Das heißt also, wir müssen also nach da oben laufen. Alles klärchen. Gut, dann können wir auf jeden Fall mit unserem Feuerstrahl, obwohl wir Feuerbändiger sind, können wir dann mal hier mit den Leuten interagieren. Was sagt denn der? Es ist mir eine Ehre, mit dir zu sprechen, Avatar. Vielen Dank. Ah ja, okay, alles klar. Gut, das heißt also, es gibt manche Leute, mit denen müssen wir reden und manche Leute, mit denen wir nur manchmal reden müssen. Ne? Wir können uns auf jeden Fall hier richtig schnell die Treppen hochbewegen und wir können sogar so einen Salto machen hier in diesem Spiel. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Ich muss auch sagen, das ist mit einer der besten Minecraft Programmierung, die ich so gesehen habe. Und hier ist nochmal jemand, der mit uns reden kann. Verzeih mir, Avatar, die Treppe ist derzeit reparaturbedürftig. Es sollte jedoch kein Problem sein. Du kannst springen und dann erneut mit Doppelsprung springen. Aha, okay, das heißt also, man kann dann hier einfach so hochspringen. Nicht übel, das heißt, es gibt also wie so eine Art Parcours-System hier mit drinne. Huh, was ist das für ein Leuchtstrahl, der da auf diese komische Figur da leuchtet? Dies ist ein Meditationsort. Während du meditierst, kannst du Meisterungspunkte verwenden, um neue Bändigungstechniken zu erlernen. Das heißt also, wenn ich also jetzt da rechtsklick, draufklicke, oh, bekomme ich ein Menü mit den Elementen, glaube ich. Das hier ist zum Beispiel Wasser. Und dann gibt es hier die Wasserpeitsche, die Oktopusform und den Frostatem. Okay. Und dann gibt es hier nochmal die ganzen anderen Fähigkeiten. Ah, das heißt also, jedes Element hat drei Fähigkeiten, die man verwenden kann. Und guck mal hier, das Feuerelement, Feuerstrahl, haben wir tatsächlich schon frei geschaltet. Deswegen sind wir da eigentlich schon relativ gut unterwegs. Aber wir können, glaube ich, noch nichts freischalten, weil wir keine Punkte haben. Wir müssen aber andere Leute besiegen, damit wir sozusagen an Punkte kommen. Und aha, schau mal da. Da ist tatsächlich schon jemand mit einem Schwertsymbol oben drüber. Okay. Schauen wir mal rein. Avatar, möchtest du das Bändigen üben? Ich kann dir mehr darüber erzählen. Wie bändige ich? Wie funktioniert Energie? Lass uns duellieren. Duell beginnen. Aha, okay. Das heißt, Tutorial-Duell. Wache des Weißen Lotus. Was? Oh, was? Hallo? Also so ein richtiges Duell jetzt oder wie? Okay, alles cool, alles cool. Okay, was macht der? Was? Oha, was? Niemals. Der schießt einfach so ein Tornado auf mich. Ich muss ihn mit Feuer, glaube ich, abschießen. So. Ich glaube, es funktioniert. Oh, 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 guck dir das an. Oh, guck mal, der hat oben sogar so Leben. Was? Oha, oha. Der greift mich einfach mit so Luftschnitten an. Ganz ruhig, nicht so viele Luftschnittchen. Hier hast du nochmal Feuer. Bitteschön, bitte. Eieieiei. Alter, der geht ja richtig ab mit seinem Tornado. Hier, bitteschön. Zack. Nice. Wir haben jetzt gerade einfach besiegt. Ganz easy. Ausgezeichnete Leistung. Mit jedem Duell erhältst du einen Meisterschaftspunkt. Okay, Belohnung.
Ah, jetzt habe ich in der Mitte von meinem Menü einen nicen Meisterschaftspunkt. Und diesen Meisterschaftspunkt kann ich tatsächlich sogar jetzt bei diesem Ding hier wieder einsetzen. Das heißt also, wir gehen dann hier rein und haben dann jetzt hier eine 1 oben stehen, okay? Das heißt also, ich kann mich jetzt hier für etwas anderes nochmal entscheiden. Gehen wir mal zur Luft. Blase einen schneidenden Luftstrom, der Gegner zurückschlägt. Diese Fähigkeit kann gehalten werden, um eine kontinuierliche Flut von Klingen zu entsenden. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Komm, gehen wir mal auf Luft. Komm, machen wir mal Luft. Wir werden einfach alle freischalten, ne? Um die dann so herauszufinden. Ich check das mal. Oh, 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 was? Okay, nice. Wir können also so 1, 2, 3. Okay, nice. Einfach so richtige Schläge machen, ne? Nicht übel, nicht übel. So, ich gehe mal hier weiter an dieser Arena hier vorbei. Es gibt ja auch noch so Wassertröge. Interessant. Das heißt also, mit denen können wir tatsächlich auch ein bisschen abhängen und chillen. Vielleicht braucht man die tatsächlich fürs Wasserbändigen, ne? Was haben wir hier? Das hier ist auch ein Ritter. Dies sind die Schreine für einige deiner früheren Leben. Heißt, dass der Avatar bei diesen Statuen um Rat gefragt hat. Oh, was? Das sind hier die Statuen, bei denen man... Oh, oh Gott, das sind ja so Geister. Hallo, Geist. Hallo. Wie ich sehe, bist du die neueste Version von uns. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Avatar Kiyoshi. Ich habe vor langer Zeit gelebt. Während meiner Zeit habe ich den Frieden in der Welt hier wiederhergestellt. Denke dran, dass ein Avatar manchmal schnell und entschlossen sein muss. Fordere Kiyoshi heraus. Oh, was? Du bist ein Mutiger. Es scheint aber unweise, mich herauszufordern, solange du nicht wenigstens alle Techniken der Erdbändigung gemeistert hast. Oh, okay. Das heißt also, wir müssen also alle Bändigungen freischalten, ne, um gegen diese Meister hier sozusagen anzukommen. Okay, dann gibt es da sozusagen Erdmeister, einen Feuermeister. Oh, das ist einfach Avatar Aang. Oh mein Gott. Wie nice ist das denn? Crazy. Das ist sogar der echte mit dem Pfeil auf der Stirn. Crazy. Und, oh, das ist doch Appa. Appa, der gute alte Bison. Mit dem kann man doch fliegen, oder? Oh, das ist hier, glaube ich, sowas wie so ein Zuhause. Kann das sein? Weil ich habe jetzt nämlich hier diesen Appa. Und dann gibt es hier so Join our Discord. Technischer Support. Okay, nicht schlecht. Was haben wir hier? Sind das sozusagen unsere Freunde? Wache des weißen Lotus. Nimm das, bevor du dich auf deine Abenteuer begibst. Geschenk erhalten. Oh, was ist das denn? Ist das eine... Oh, ich habe eine Bisonpfeife bekommen. Warte mal, das heißt also, wenn ich mich irgendwo hinbegebe und dann Rechtsklick da drauf mache, dann komme ich immer wieder nach Hause. Schön, nice. Gut, das bedeutet also, wir haben jetzt also einen richtigen kleinen Zuhauseabteil. Und ach, guck mal, da, Asami. Okay, wir können also wie so kleine Items hier die ganze Zeit freischalten, ne? Und hier ist tatsächlich auch nochmal so eine Filmmaschine, wo die ganze Zeit so die guten alten Credits laufen, wer hier alles mit dran gearbeitet hat. Das ist schon echt unglaublich. Was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Appa reden? Appa, jip, jip. Können wir mit dem Himmelsbison? Wähle ein Reiseziel aus. Ba Sing Se. Sind wir da nicht jetzt gerade? Nördlicher Lufttempel, Ba Sing Se. Fliegen wir jetzt einfach irgendwo hin, oder wie? Tatsächlich. Es gibt eine Reisefunktion einfach in diesem Spiel. No way. Jetzt, wo sind wir denn jetzt? Ba Sing Se, ist das nicht hier das Erdreich? Ist es hier nicht der Bereich, wo tatsächlich Erde eins der besten der Elemente ist, was hier genutzt wird? Crazy. Jodi, bewerte Ba Sing Se. Komm, schauen wir uns mal Ba Sing Se an. Jo, was? Das sind einfach diese ganzen Städte, die in dieser Karte mit eingebaut wurden. Das ist tatsächlich das Erdreich hier. Vielleicht kann man hier ja jemanden treffen, ne? Gegen den man... Oh, gegen den kann man kämpfen. Guck mal, der hat auch so ein Schwert in meinem Kopf. Das heißt, wir machen uns mal auf den Weg. Oh Gott, was ist denn da los? Warum liegt der denn auf dem Boden herum? Geht's dem gut? Hallöchen, mein Freund versuchte es mit Darfai aufzunehmen, aber es lief nicht sehr gut. Das Leben ist hart, wenn man nicht mit den Bändigungen umgehen kann. Die Darfai nutzten ihre Erdbändigungen, um die Gasse zu blockieren, damit sie ihre Missetaten ungesehen fortsetzen können. Oh, das heißt also, es gibt hier in der Stadt also irgendjemanden, der tatsächlich auf unschuldige Zivilisten drauf geht. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, ne, dass wir hier vielleicht weiterkommen können. Guten Tag, werte Dame, Suki. Oh, hallo, bist du auch hier? Frage nach Kiyoshi. Wo ist Kiyoshi? Kiyoshis Erdbändigungsfähigkeiten waren beispiellos. Achso, das hier ist übrigens Kiyoshi, die da oben. Ich glaube, das ist übrigens auch Sukis Fächer, haben wir gerade freigeschaltet. Ich glaube, das hier oben ist Kiyoshi und Kiyoshi ist, glaube ich, die beste Erdbändigerin überhaupt gewesen, ne? Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Was aber vielleicht ein bisschen interessanter ist, ist, wenn wir uns ein bisschen hier durchbegeben und vielleicht mal irgendwie einen Kampfpartner finden, ne? Oh, hey, das sind doch Wasserbändiger. Das sind doch hier Sokka und, Soraka? Hieß sie nicht? Sokka! Sokka hieß er. Nee, das ist der Linke. Der Linke ist Sokka. Wir haben genau 3 Kupferstück übrig. Lass sie uns weise ausgeben.
Ich werde sie unterbrechen. Hallo, ich bin Katara hieß. Genau, Katara. Hallo, ich bin Katara und das ist mein Bruder Sokka. Wir sind vom südlichen Wasserstamm. Oh, du bist auch von hier, oder? Ja, ich bin der Avatar. Ich wusste es. Okay. Aber sicher doch. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, Avatar. Die Pole sind spirituelle, kraftvolle Orte. Vielleicht besuchst du den südlichen Wasserstamm. Südlichen Wasserstamm freischalten. Was? Wie nice! Wir haben einfach der hier zu Hause jetzt freigeschaltet. Das hatte ich eigentlich gar nicht vorgehabt, aber das hat jetzt gut funktioniert. Okay, ihr beiden, dann sehen wir uns später beim südlichen Wasserstamm. Piu, 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 piu. Okay, gut. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Okay, ist hier jemand? Ah, da ist der Typ, da ist der Typ. Das ist der Typ, der, glaube ich, kämpfen wollte. Hey, du! Marco, hey, bist du ein Bändiger, oder? Ich suche jemanden zum Kämpfen. Bist du bereit? Oh yeah! Okay, dann lass mal in einen weiteren Kampf gehen mit Detective Marco. Okay? Yo, was? Was hat denn der für Skills drauf? Oh nein, okay, okay, ganz ruhig, Mann. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, ich gebe ihm mal hier diesen Luftschnitt. Okay, okay, okay. Ey, ich glaube, mit diesem Luftschnitt kommen wir relativ weit. Guck mal, wir können einfach immer drei Luftschnitte machen. So, ohne dass unsere Energie schnell ausgeht. Yo, was? Was geht jetzt ab? Der macht ja hier richtig die Attacke. Oh, 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 oh. Das ist ein richtiger Feuerbändiger, der Typ, Mann. Aber wir haben ihn einfach schon besiegt. Easy going. Alter, der hat da einfach gerade einen Breakdance gemacht. Habt ihr es gesehen? Wow, du bist gut. Bist du sicher, dass du kein Profi bist? Belohnung. Yeah. Weiterer Punkt. Ein weiterer Punkt. Schönes Ding. Du hast freigeschaltet Markus Schal. Okay, das heißt also, desto mehr Leute wir besiegen, desto mehr Sachen schalten wir frei. Oh Gott, was ist das denn hier? Hä? Das ist hier so eine... Das ist hier so eine Art Veranstaltung? Hey, ihr da! Hey! Alter, das ist auch so ein Typ, der kämpfen möchte. Und der ist da auf dem Plakat hinten drauf. Hey, du da! Bist du bereit zu kämpfen, Mann? Bist du es leid, unter der Tyrannerei der Bändiger zu leben? Dann schließ dich den Äqualisten an. Zu lange war ich dem Bändigen des Ursachen des Krieg und Leides. Schließ dich mir an und gemeinsam werden wir die Bändiger-Einrichtung niederreißen. Oh, der Masse anschließend versuche dich wegzuschleichen. Ah, ich versuche mich mal wegzuschleichen, ne? Du da hinten, ich würde noch nicht gehen, Avatar. Okay, wir müssen also jetzt gegen ihn kämpfen, ne? Um wahrscheinlich hier wegzukommen. Deswegen gucken wir mal, was der Revolutionär Amon so drauf hat. Der Typ sieht schon ein bisschen gefährlicher aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier in dieser Ecke sieht die ganze Sache auch ein bisschen komplizierter aus. Es scheint auch ein Feuerbändigung. Was? Okay, er scheint auch ein bisschen Luft bändigen zu können. Oh, oh, was? Oh, was? Er kann auch tatsächlich Wasser bändigen. Oh, 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 was ist das denn? Er hat einfach wie so eine Art Qualle. Was ist das denn? Der kann sich einfach so schützen in dieser Qualle drin. Ja, oh, oh, wow. Okay, 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 ganz ruhig, Leute. Wir müssen... Habe ich ihn besiegt? Oh mein Gott, ich habe einfach die Bison-Pfeife gerade benutzt. Oh nö. So, da sind wir wieder bei dem guten alten Kumpel hier. Diesmal aber etwas besser. Und zwar, diesmal werde ich aber nicht einfach... Ich habe diesmal nicht vor zu sterben. Aber ich kann ihm auf jeden Fall immer diese Luftklingen geben. Ich habe auch das Gefühl, die Luftklingen an sich... Wobei, ich glaube, die Luftklingen sind deutlich schwächer als der Feuerstrahl. Guck mal, der Feuerstrahl, der macht viel mehr Schaden. Oh, warum kann er denn diesen Oktopus einfach so verwenden? Guck mal. Jetzt den Oktopus einfach ausweichen und jetzt einfach wieder Feuer auf ihn drauf schießen. Oh! So, ganz ruhig bleiben, Rosa. Oh, 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 oh! Eieiei, der benutzt die ganze Zeit diesen Tentakel. Diesmal werde ich aber nicht aus dem Kampf fliehen. So, jetzt habe ich wieder genug Energie, um den Feuerstrahl zu benutzen. Ich sag's euch, ich glaube, der Feuerstrahl ist wirklich mit am besten. Der macht nämlich einfach am meisten Schaden, ne? Weil der Luftstrahl, der muss nämlich dreimal erstmal treffen, ne? Und beim Feuerstrahl, da drückt man einfach Rechtsklick und dann macht der einfach richtig viel Schaden. So, kurz warten, bis der hier wieder weg ist. Und jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawoll! Schönes Ding. Unmöglich. Belohnung erhalten. Nice. So, damit haben wir jetzt Amons Maske auch freigeschaltet. Besuche die Insel des Lufttempels, um die Kollektion zu sehen. Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt unsere zwei Punkte mal einsetzen, um uns einen neuen Skill zu holen, okay? Der neue Skill wird auf jeden Fall richtig nice werden, ne? Deswegen bin ich mir schon relativ zuversichtlich, was ich mache. Ich gehe auf jeden Fall nochmal Richtung Feuer, Leute. So, das heißt also, der Feuerschlag. Sende einen Feuerstrahl aus, der sich von deinen Füßen nach außen erstreckt, während du tiefe, ausladende, tänzerische Tritte auslöst. Oh, warte. Das ist doch dieser Dings-Dance, oder? Das ist doch dieser Fire-Dance, den man da macht, oder? So, oh, 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 oh,
was? Wie nice ist das denn? Wie nice! Guck mal, da geht man einfach hin und dann macht er. Checks. Oh, wow. Kann man hier die Skills noch ein bisschen abändern? So, dann mache ich die Bison-Pfeife mal nach hinten. Ne? Das ist schon sehr nice, Leute, muss ich schon sagen. Guck mal, da ist noch mal einer. Das ist doch Dings. Das ist doch Prinz Zuko. Ich werde den Avatar finden. Ich bin der Avatar. Was? Du bist der Avatar? Lass uns kämpfen. Okay. Nice. Was ist einfach Prinz Zuko? Prinz Zuko ist dafür tatsächlich bekannt, dass er eine Narbe von seinem eigenen Vater bekommen hat im Auge. Deswegen ist sein rechtes Auge auch immer so geschwollen. Okay, checken wir das Ganze mal aus. Oh, okay. Also, man kann direkt sehen, er kann also so eine Attacke... Oh, wir machen hier den Doppel-Breakdance. Oh, was? Schau mal, wie viel Schaden der Breakdance macht. Schaut mal, wie viel Schaden der macht. Oh, what? Okay. Also, ich habe gerade eben einfach den vollen Breakdance bei dem ausgeführt, Leute. Und ihr habt gerade gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Ich lade einfach noch mal ein bisschen Mana auf. Gehe noch mal ein bisschen hier ins kalte Wasser, damit er mir nicht so viel Schaden machen kann. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich mache jetzt einfach hier wieder den Breakdance. Schaut euch das Leben an. Jawohl, ich habe ihn einfach schon. Easy. Dieser neue Breakdance ist ja richtig nice. Belohnung erhalten. Okay, nice. Damit haben wir wieder einen weiteren Punkt bekommen. Du hast freigeschaltet Maske des blauen Geistes. Okay, nice. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter hier oben und gucken mal, was wir hier noch so finden, ne? Oh, guck mal, es gibt hier solche Münzen, die man sammeln kann. Da muss man noch herausfinden, was das genau ist. Ist aber ein sehr schönes Städtchen, was die hier tatsächlich haben, ne? Und wir müssen aber nochmal gucken, ob wir hier vielleicht nochmal diese Gasse finden können. Oh, guck mal, da ist einer, der irgendwie so ein bisschen Angst hat. Hey, du da! Bürger, ich denke, die Dali halten Trainingsübungen ab oder so. Sie verhalten sich seit Wochen seltsam. Was? Ist das diese Gasse hier? Hallo? Oh, es ist die Dali. Oh mein Gott, das ist der Typ, der am Anfang da war, der gesagt hat, dass er sich verletzt hat. Okay, also, wir müssen jetzt hier gegen solche komischen Typen hier ankämpfen, ne? Oh, und oha, die verschwinden sogar, wenn man gegen kämpft. Das heißt also, ich mache jetzt hier mal meinen Feuerschlag hier gegen alle. Jawohl, 3 Stück gerade auf einmal einfach abgeholt. Easy going, dann ist da nochmal einer in der Mitte. Machen wir hier nochmal einen kleinen Breakdance. Oh, die sterben aber relativ schnell, muss ich sagen. Guck mal, die kann man alle vielleicht so an einen Platz so holen. Und dann mache ich hier einfach in der Mitte einfach einen so einen Breakdance. Und dann habe ich die eigentlich schon alle. So, und dann den da auch. Jawohl, und den da unten auch nochmal. Easy going. Da können wir dem vielleicht nochmal so ein paar Luftschnitte geben. 1. So, oh. Dann 2, 3. Okay. Okay. So, damit hätten wir die Dai Li besiegt. Und haben jetzt tatsächlich hier nochmal eine Art Kampf vor uns. Und zwar wahrscheinlich mit dem Dai Li König. Was machst du denn hier schon wieder? Bestimmt bereitest du wieder Probleme. Pass mal auf dich auf. So, was? Wie kannst du es wagen? Du stehst unter Arrest, weil du den Frieden in Bai Xing Se gestört hast. Okay, dann müssen wir jetzt gegen Long Feng antreten, und zwar den Kulturminister. Oh, crazy. Der verbeugt sich sogar vor uns. Mal gucken, ob er was drauf hat. Also, wir gehen einfach mal an ihn drauf. Guck mal. Oh, der hat nochmal andere Attacken. Was? Oh, crazy. Der hat hier so eine Mauer, die er einfach nach vorne bewegt. Okay, die anderen hatten ebenfalls so eine Attacke, wo sie so Sachen nach vorne gehauen haben. Aber das hier ist nochmal anders. Guck mal, der kann sich wie so eine Mauer bauen, wo er sich dahinter verstecken kann. So, ui, okay, nicht schlecht. Er kann auch wie so nach oben hauen. Oha, was? Diese Mauer kann auch einfach bewegen. So, dann können wir hier nochmal, zack, schön hier mit der Feuerattacke machen wir hier ein bisschen den Breakdance. Jawohl, und da haben wir ihn schon. Easy going, Leute, ich sag's euch. Du hast dir die Dai Li und die glorreiche Stadt Ba Xing Se zum Feind gemacht. Belohnung erhalten. Okay. So wie es aussieht, haben wir tatsächlich jetzt hier einiges freigeschaltet und haben dann dementsprechend hier die Stadt schon sehr gut durchgespielt und sind jetzt hier wieder am Anfang. Okay, ist das hier nochmal irgendwie was Besonderes? Ach, guck mal, jetzt ist hier die Tür offen. Das heißt also, wir können jetzt hier hochlaufen, ne? Und vorher hätten wir hier nicht hochlaufen können. Und hier sogar ein weiterer Schrein, wo wir wieder etwas freischalten können. Weil wir haben nämlich 3 Punkte. Dafür braucht man 4 Punkte. Okay, dann hier hat man Luftkugel. Kreise dich in einem glühenden Sturm ein, der eingehende Angriffe blockieren kann. Diese Fähigkeit sendet einen Luftstoß aus, wenn sie freigesetzt wird. Was, die Luftkugel? Das müssen wir mal gemacht haben. Let's go! Okay, ich habe mir mal die Luftkugel geholt. Dann checken wir mal aus, was das Ganze kann. Wir drücken mal hier auf F4 und schauen uns das mal an. Jetzt kommt die Luftkugel. Bitteschön. Wow, was? Niemals. Crazy. Okay,
das war eine nice Effektstruktur, die damit aufgebaut wurde. Das ist schon sehr, sehr nice gemacht. Willst du meine Luftkugel sehen? Ich glaube, diese beiden Brüder leben irgendwo hier. Ja, einer ist von ihnen ein Feuerbändiger. Okay. Das heißt also, einer von denen ist anscheinend ein Feuerbändiger. Mal gucken, ob wir den hier irgendwie finden können. Ist das auch wie so eine Sidequest sozusagen, die man hier erledigen kann? Oder wo findet man diese Feuerbrüder? Ist es einer hier? Oh, guten Tag. Hallöchen, mein Name ist Roman. Oh, hallo, ich bin Bolin. Mein Bruder und ich haben den ganzen Tag unser Bändigen geübt. Ich beschloss, eine Pause zu machen. Okay. So, ja, Luftbändigermeister können dir viel beibringen, wie zum Beispiel Meister Tenzin, der die nächste Generation von Luftbändigern im nördlichen Lufttempel ausgebildet hat. Du solltest mit ihm sprechen, wenn du dich dafür interessierst. Nördlichen Lufttempel freischalten. Oh, was? Wir haben einfach den Lufttempel gerade freigeschaltet. Ja, moin, dankeschön. Schöne Sache, schöne Sache. So, gut, dann können wir hier mal wieder diese Bison... Oh, was? Leute, was ist das denn? Da brennt ja ein ganzer Tempel. Da waren wohl... Feuerbändiger am Start. Das kann doch nicht sein, oder? Schaut euch das mal an. Das ist doch eine Katastrophe. Oh nein. Schaut euch das an. Da ist überall Dings. Feuer. Hey, wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen einfach so Wasser. Wir müssen uns so Wasser holen. Warte. Wir können ja noch gar nicht Wasser bändigen. Das ist hier die Wasserpeitsche. Nice. Okay. Das hier. Oh, sieht mir nach einem Hinterhalt aus. Armee der Feuernation? Oh nö. Wie funktioniert das? Er fordert Wasserpeitsche. Oh, warte. Was? Oh, jetzt. Oh, was? Ich kann einfach Wasser schießen. Okay. Ganz ruhig. Ey, die sehen ja richtig gemein aus. Hier müssen wir auf jeden Fall mal... Oh, die machen auch den Feuerdance. Wir machen jetzt aber auch mal den Feuerdance. So. Und die Luftkugel. Bitteschön. Mal gucken. Oh, guck mal, die habe ich jetzt weggestoßen. Nice, Mann. Die Luftkugel ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wir können jetzt eigentlich tatsächlich als Luftbändiger gehen wir jetzt einfach hier in die Mitte von den Vieren, drücken auf die Luftkugel und dann, wenn die mich angreifen, kann ich das alles blockieren und dann explodiere ich einfach. Alter, was? Und die sterben dann da einfach durch. Crazy. So, einmal den hier nochmal holen. Okay, diese Feuerbändiger sind gar nicht so schwach. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen den Breakdance hier machen, ne? Und ein bisschen Feuerbändigen einfach gegen die. Gehe ich wieder in die Dings-Sicherheitsposition. Und dann werden wir jetzt gleich... Oh, was? Oh, nein. Feuerschlag. Interessiert sich einfach null für mich. Oh, Alter, ich bin fast tot. Ich bin einfach fast tot. Oh, mein Gott. Oh, was? Deine Gesundheit war niedrig. Du hast den Avatar-Zustand aktiviert. Was? Was geht jetzt ab? Ich habe einfach so einen riesigen Ring um mich herum. Kann ich jetzt gegen alle kämpfen? Bin ich gestorben? Nee, ich habe gewonnen. Oh, crazy. Okay. Was haben wir da hinten? Ist da nochmal jemand? Hey, das ist doch die Schwester wahrscheinlich vom Prinz Zuko. Die heißt Azula. Mein Bruder und mein Onkel haben den Feuerlord entehrt. Meine Schande über uns alle gebracht. Als wahrer Erbe der Feuernation liegt es an mir, das Vermächtnis meines Vaters zu schützen. Okay, dann müssen wir jetzt gegen Feuerprinzessin Azula kämpfen. Das ist die Schwester von tatsächlich Prinz Zuko. Deswegen nochmal sehr interessant, auch gegen die zu kämpfen. Ne? Wir legen mal los und gucken mal, wie weit wir hier mit dem Feuerstab... Was? Sie kann einfach... Was hat die? Die hat einfach so blaues Feuer, Leute. Blaues Feuer. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, oh. Ich versuche mal nochmal mit Wasser gegen sie anzukämpfen. Eieieiei, die hat einfach so blaues Feuer. Das kann doch nicht sein. So, ich nehme mal hier nochmal die Wasserpeitsche. Bitteschön. Uiuiuiui, die macht aber ganz schön viel Schaden. So. Ich versuche mal hier den Feuertornado bei ihr zu machen, ne? So. Oh, was? Ich kann denselben Feuertornado auch, aber in Blau. Die hat einfach alles in Blau. Das ist ja krass. So. Versuche mal hier nochmal kurz meinen Schutz zu machen. So, aber jetzt hat sie leider keinen Schaden bekommen. Okay. Oh, Leute, das Luftbändigen ist gar nicht so nice. Also ich muss sagen, das einzig nice, was es wirklich so gibt, ist wirklich Feuerbändigen. Eieieiei, Alter. Die ist richtig stark, Mann. Die ist richtig stark. Die versucht uns auf jeden Fall gerade richtig zu holen. So, ich muss jetzt ein bisschen ausweichen gegen die Azula. Oh, 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 nur noch zwei Herzen. Ganz ruhig bleiben. Azula, sei mal nicht so gemein zu mir. So. Oh, oh, oh. Also, die macht schon richtig viel Schaden, muss ich sagen. Okay. Ganz ruhig, Azula. So. Jawohl! Ich bin jetzt wieder in diesen Avatar-Modus gegangen. Schönes Ding. Ich verstehe nicht, was gerade passiert ist. Okay, das war kein fairer Kampf, meinetwegen. Okay.
Belohnung bekommen. Warte mal, wir haben jetzt wieder zwei neue Punkte. Ich glaube, es wird wieder Zeit, eine neue Attacke freizuschalten, würde ich mal sagen. Das heißt also, lass mal hier vielleicht mal bei Erdbändigen hingehen und mal hier stampfe auf den Boden und sende eine erschütternde Schockwelle, aus der die Gegner in der Nähe, was das sozusagen in die Luft wirft. Oder ich kann nochmal zwei investieren in Wasser. Feiere die Wellen und werde zur Verkörperung einer Bestie mit 8 Tentakeln. Du kannst eingehende Angriffe blockieren und massiven Schaden aus der nächsten Nähe anrichten. Okay, lass es mal machen. Lass mal hier den Tentakel spielen. Ich glaube, der Tentakel ist der hier, den wir schon gesehen haben. Erfordert Wasserquelle. Oh, dafür brauchen wir auch Wasser. Mal gucken, ob das Schaden macht. Warte mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel gegen den... Lass mal gegen den kämpfen, ne? Und das dann jetzt einfach mal machen. So, das heißt, ich nehme mal hier dieses Luftding nach hinten. Das brauchen wir gar nicht. Das ist echt nicht so nice. Okidoki. Lass mal gegen den hier kämpfen, ne? Weil ich glaube, der ist ganz schön gut. Grüße, Avatar. Ich bin der König Omashu. Ich war hier diplomatischer Mission. Alles klar, kein Problem. Duell beginnt. Mal gucken, was der so auf der Kante hat. Ne, was kann er denn so? Stufe 3 ist der tatsächlich. Ich glaube, das ist sogar ein richtiger Boss. Gegen den muss man tatsächlich ein bisschen ankommen. Aber versuchen jetzt einfach mal unser Bestes. Der wirft auf jeden Fall Steine auf uns. Ich gehe jetzt mal hin und aktiviere den Tentakel. Tentakel-Attacke! So, mal gucken. Oh, der macht ja... Der kriegt ja gar nicht so viel Schaden, Mann. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir müssen auf jeden Fall... Oh, der hat nochmal andere Stärken hier. Oh, aber mit dem Feuertritt machen wir auf jeden Fall schon mal genug Schaden, ne? Das heißt also... Oh, crazy. Der kann sogar so Wände, die er aufgebaut hat, einfach wieder kaputt machen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier an ihn ran. Und dann... Oh. Uiuiui, da hat er uns jetzt gerade mit der Wand weggehauen. Der hat dieses Erdbeben tatsächlich sogar schon drin. So, wir müssen einfach nur in der Nähe immer bei ihm bleiben. Das macht, ne? Yo, ich sag's euch, dieser Feuerschlag, dieser Feuerkick, der macht einfach wirklich mit am meisten Schaden. Also ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall noch die dritte Version mit diesem Feuerzauber freischalten. Weil guck mal, mit diesem Feuerzauber machen wir einfach gerade einfach komplett alles fertig. Guck mal, jetzt haben wir den sogar schon in der Ecke. Zack, und wir haben den König einfach schon besiegt. Easy, Leute, easy. Wow, gut gemacht, Avatar. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder einen Punkt. So, wir haben schon sehr viel gesehen in der Stadt. Dementsprechend, lass uns mal eine andere Stadt aufsuchen, ne? Wir benutzen mal wieder die Bisonpfeife. Und gucken mal, wo wir uns hinbringen können. Von dem guten alten Himmelsbison. Südlicher Wasserstamm, nördlicher Lufttempel. Lass mal den Wasserstamm benutzen. Und die Feuernation, die müssen wir natürlich auch noch ansehen. So, oh Gott. Ist das hier... Oh, was? Das ist ja abgefahren. Das ist hier der Wasserstamm, der einfach im Eis lebt. Das sind so Zelte, in denen die hier leben. Na, ey, hallöchen, guten Tag. Schöne Sache. Das sieht ja sehr, sehr cool aus hier. Wir haben hier auch nochmal in der Mitte die Kana. Das ist dann der südliche Wasserstamm. Den können wir uns auch nochmal kurz angucken. Schauen wir mal rein, was der südliche Wasserstamm so eigentlich ist. Es gibt sozusagen dieses Iglu in der Mitte. Dann hat man da ein Lagerfeuer in der Mitte von diesem Haupt-Iglu. Dann gibt es hier ein riesengroßes Schiff, was von der Feuernation wahrscheinlich kommt. Was aber jetzt von der Wassernation irgendwie, von den Wasserbändigen wurde das jetzt irgendwie aufgehalten, ne? Indem es irgendwie in so Eisklötzen eingebaut war. Und die Dörfer, die hier sind, erstrecken sich wahrscheinlich alle... Oh, das ist ja gar nicht so groß hier. Das hat eigentlich nur quasi nur ein paar Sachen. Okay. Ich dachte, das ist ein bisschen mehr, muss ich sagen. Vielleicht gibt es da... Ah ja, das sind die anderen Dorfbewohner auf der anderen Eisseite. Gut. Oh, das sind sogar Dorfbewohner, gegen die man kämpfen kann. Hallöchen. Unalak. Oh, ich erkenne diesen Blick. Du musst der neue Avatar sein. Als Avatar bist du die Brücke zwischen sinnlich und wahrnehmbarer Welt und den Geistern. Ich werde dich lehren und mir helfen, dein Schicksal zu erfüllen. Duell beginnt. Oh, Wasserbändigungsmeister. Okay, was? Unalak und die Zwillinge? Warte mal, wir kämpfen gegen den... Oh nein, wir kämpfen gegen 3? Oh nö. Okay, Leute, chillt mal. Oh, das sind alles Wasserbändiger, okay. Und was? Die gehen direkt in diese Tintenfischform. Das ist ja voll gemein. Okay, das sind ja richtig starke Bosse, Mann. So. Okay, ich muss da einfach nur in die Mitte von den beiden gehen. Die eine habe ich schon. Okay, die eine ist schon fertig. So. Oh, aber ich habe schon gerade gut Damage bekommen. Die gehen immer mal wieder in diese Tintenfischform. So, diese Desna, die habe ich auch gleich. Oh. Okay, das ist schon etwas mehr Schaden, den wir da bekommen haben. Wir sind auf jeden Fall mit dem Feuer gerade noch mit am Start.
Oh, ich bin jetzt schon im Bendiger-Modus. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall, warte mal, Kida muss ich auf jeden Fall holen. Gegen den hier auch nochmal ankommen. Oh, der geht immer wieder in den Tintenfisch-Modus. So, wir können aber währenddessen er in den Tintenfisch-Modus geht, können wir ihn, doch, wir können ihn einfach so von der Ferne auch aus angreifen, ne? So, und dann gehe ich hier nochmal kurz hin und breakdance nochmal so. Easy going. Und habe alle drei besiegt. So, Belohnung erhalten. Bekomme ich da jetzt nur einen? Ich habe doch drei. Ich habe doch gegen drei gewonnen. Wir können vielleicht noch eine Sache ausprobieren. Und zwar mit dem Bison. Und zwar können wir nochmal zur Insel des Tempels gehen. Und dort nochmal was Interessantes vielleicht nachsehen. Weil, und zwar können wir nämlich jetzt eine neue Fähigkeit freischalten, soweit ich weiß. Und zwar die erste Vierer-Fertigkeit. Also, wir können entweder freischalten die Erdmauer, ja. Oder wir können freischalten den Tornado. Beschwöre einen verheerenden Twister, der Gegner aufsucht, Tornados beschädigen und stoßen berührte Gegner zurück. Okay. Aber ich muss sagen, Leute, ich brauche den Meteoritenspurt. Weil damit wurde ich nämlich noch nie enttäuscht. Und zwar bin ich jetzt nämlich vollwertiger Feuerbändiger. So, das bedeutet also, ich habe jetzt alle Feuerbändiger Items bzw. Fähigkeiten. Das heißt, ich kann jetzt also auch... What? Niemals, Leute. Crazy. Also, ich kann jetzt theoretischerweise aufladen und richtig losfliegen und dann einfach richtig dicke Attacken machen. Sehr, sehr nice. Damit können wir tatsächlich jetzt auch einen Endboss-Kampf machen. Aber was wir auch noch hinbekommen müssen, wir müssen mal die Feuernation besuchen können. Das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Idee. Okay, also ich finde irgendwie noch nicht richtig den Weg zur Feuernation. Aber vielleicht können wir einfach mal eine neue Sache machen. Und zwar, wir begeben uns einfach mal hier zum Feuermeister und fordern ihn einfach mal heraus, weil wir nämlich jetzt bei Roku uns tatsächlich jetzt mit einem Duell dementsprechend stellen können, weil wir nämlich jetzt beide die vollen Fähigkeiten haben und wir dementsprechend unseren ersten Meisterkampf machen können. Dann kann man sich circa auch vorstellen, wie die anderen Meisterkämpfe aussehen. Und wir checken mal vielleicht, wie das jetzt ist, gegen Roku zu kämpfen. Aber Roku scheint tatsächlich nicht einfach nur Feuerbändiger zu sein, sondern... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich versuche mal hier nochmal den Meteoritenspur zu machen. Jawohl. Oh Gott, der macht ja richtig Schaden. So. Bang! Okay, der Meteoritenspurt an sich sieht einfach nur cool aus. Und ich sag's euch, Leute, es ist mal wieder der Breakdance, der am meisten Schaden macht. Deswegen muss man da einfach wieder hingehen. Der versucht uns hier gerade einzufrieren, der gute alte Roku. Aber das machen wir nicht. Warum kann denn der Roku, wenn der ein Feuerbändiger ist, warum kann er denn so gut eigentlich die anderen Sachen bändigen? Weil er auch ein Avatar ist, gell? Okay. Also er kann... hat hier tatsächlich die Erde so ein bisschen aufgeblasen. Avatar Roku ist ganz schön stark. Uiuiui, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Er will uns tatsächlich auch mit Wasser die ganze Zeit abwerfen. Wasser trifft tatsächlich immer. Wasser kann auch nicht sozusagen daneben. Uiuiui, oh Gott. Ich bin jetzt schon in den Avatar-Modus gegangen. Ich hoffe, der hat nicht das Gleiche. Ich versuche jetzt mal gegen ihn hier gerade anzukommen. Okay. Jawohl. Und da haben wir ihn. So, was passiert, wenn man also einen Meister besiegt? Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe, du bist ein wahrer Freund. So. Und, was ist die Belohnung? Eine Trophäe der Feuerbändiger. So. Achso. Wir haben nicht mal einen Punkt dafür bekommen. Okay, ich hab's gefunden. Und zwar muss man hier in eine Bar gehen. Da trifft man Iroh. Und Iroh sagt dann zu einem, du siehst so aus, als würdest du die Welt auf deinen Schultern tragen, Avatar. Hast du darüber nachgedacht, Urlaub zu machen? Die Ascheninsel ist zu dieser Jahreszeit sehr angenehm. Und deswegen können wir hier die Ascheninsel freischalten. Schönes Ding. Das heißt also, ich musste hier einfach nochmal kurz zurücklaufen, hier in diesen Teeladen reingehen. Und da drinne habe ich dann Iroh gefunden, der mir die Ascheinsel freigeschaltet hat. Aber... ich möchte gerne zu den Ascheinseln. Jawohl! Da fliegen wir los. Oh yeah! So, das hier ist jetzt sogar die Feuernation. Die können wir uns jetzt auch nochmal kurz ansehen. Ich schaue sie mir jetzt nicht im Detail an, aber sie liegt tatsächlich ebenfalls auf einer Insel, die überall ein bisschen mit Kohle und brennendem Zeug tatsächlich umzingelt ist. Hier können wir tatsächlich ein bisschen Anschwung holen und dann... juhu! Das Ding hier mal aufmachen. Und dann sind wir hier bei der Feuernation. Hier weint jeder einfach nur. Okay, und dann kann man sich hier tatsächlich ebenfalls ein bisschen durch den Tempel bewegen. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie bei den anderen auch. Hier kann man auch kämpfen gegen die anderen Leute. Das mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich habe mich jetzt genug ausgekämpft. Aber so wie es aussieht, warte mal, wir können... da hinten ist nochmal ein Schiff.
Ein riesiges? Alter, was? Die haben hier bei der Feuernation, haben die hier wirklich einen Urlaubsort aufgebaut. Hier sind einfach so überall so Sonnenschirme und die Leute der Feuernation, die sonnen sich einfach hier an so einem Pool. Sag mal, wie nice geht's denen denn hier? Was? Die spielen hier Volleyball? Crazy. Och, guck mal, was ist das denn hier? Das ist einfach so ein Theaterstück, was die sich hier anschauen können. Haha, niemals. Alter, bei der Feuernation ist ja richtig chillig, Mann, Alter. Das ist ja richtig lässig hier. So, das ist ja tatsächlich hier mit Eiscreme und allem drum und dran. Das heißt also, hier kann man tatsächlich auch nochmal weiterspielen. Interessant, damit bin ich jetzt erstmal fertig mit der Folge. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, das ist die Feuernation. Falls ihr die Karte selber nochmal spielen wollt, spielt sie gerne selber. Checkt nochmal die ganzen Sachen aus, ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ich hoffe, es hat euch gefallen irgendwie. Und wir sehen uns, alle rein, Leute. Und ciao!